Ich bin die Karin hier vom Bauer am Stein. Ich lebe hier auf unserem Hof hier mit meinem Mann, meinen drei Buben und Schwiegervater, Sepp. Wir haben einen Obst- und einen kleinen Weinbaubetrieb hier auf dem Hof. Wir haben einen Stall voll Gäsler, den wir alle Tag melken. Und mein Herzstückchen ist es einfach, in unserem kleinen Hofschrank hier, die Gäste von nah und fern einfach kulinarisch mit unseren eigenen Produkten vom Hof zu verwöhnen. Für mich ist es einfach spannend, jeden Tag in der Früh aufzustehen, eben mich umzuschauen auf dem Hof, in den Garten zu gehen, schauen, was da alles gewachsen ist, schauen, wenn die Früchte reif sind. Und mich freut es einfach, wenn man in die Gäste eine große Vielfalt einfach auf den Teller bringen kann und dass sie einfach spüren, ja, das ist alles frisch und gut. Heute machen wir ein Ziegenfrischkäsebällchen, den wir auserbacken auf einen schönen Frühlingssalat. Dazu brauchen wir einmal einen Ziegentopfen. Den Ziegentopfen stelle ich bei uns da also in unserem weißen Gold der Ziegenmilch her. Das tue ich unsäuern, mit Lab dicklegen und noch einen Käse durch abhängen lassen, damit wir eine feste Masse kriegen. Die feste Masse müssen wir nachher noch ein bisschen verfeinern. Und dazu brauchen wir Salz und Pfeffer, einen kleinen gehackten Knoblauch und einen kleinen gehackten Zwiebel und ein Olivenöl. Danach brauchen wir zum Frittieren ein Mehl, ein zerquirltes Ei und ein Knedelbrot und ein Frittierfett. Und danach brauchen wir natürlich einen bunten Frühlingssalat aus dem Garten. Radieschen, die wir aufgeschnitten haben. Und ganz gerne nehme ich auch eine süße Komponente mit in den Salat rein. Und das ist unser Äpfel, der da wächst, den wir ganzjährig auch zur Verfügung haben. Ein paar Spargel, gedämpfte Spargelstückchen und den Schnittlauch. Salz und Pfeffer, Essig, Weinessig und ein Öl. Und dazu noch ein Balsamico-Essig. Noch abgehangenen Ziegentopfen nehmen wir aus dem Käse durch. Der ist jetzt fester, weil sich das Wasser gesondert hat vom Käse. Und nachdem wir den einfach mit Salz und Pfeffer würzen. Dann nehmen wir den Knoblauch und Zwiebel. Den dann in einer kleinen Pfanne mit Olivenöl ein bisschen anrösten, dass er goldig ist. Und dann unter die Topfmasse geben. Das tun wir alles gut vermischen. Dann holen wir unseren Eisschöpfer aus der Schublade und machen Topfenkugeln. Die tun wir noch in Mehl wälzen, danach in zerquirlten Ei eintauchen und noch übers Knedelbrot nochmal streichen, dass er Ballele wird. Wir tun das Ballele ins heiße Frittierfett geben und kurz auserbacken, bis es schön goldgelb ist. Und die uns noch antropfen lassen. In der Zwischenzeit können wir auch schon in unseren Frühlingssalat, den grünen Salat, die Radieschen, die wir geschnitten haben, und die Spargel und den Äpfel anrichten mit Essig und Öl, Salz und Pfeffer. Den Salat auf den Teller, die Ziegenfrischkäsebällchen drauf und ein bisschen mit Balsamico noch garnieren. Das Gericht ist eigentlich ein ganz leichtes Gericht für die warmen Sommermonate. Und ich wünsche euch einen guten Appetit.